Willkommen und hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung zu einer Folge ETS2 auf der TSM Map 6.4 und im Anhang der Russ Map 1.6.3. Tja, wie ihr seht, ich habe einen neuen Auflieger, einen neuen Auftrag schon dahinter. In der letzten Folge haben wir irgendwie gefühlte 20 Kilometer vom Ziel aufgehört. Einmal mit Profis zusammenarbeiten, ne? Einmal mit Profis zusammenarbeiten, sage ich nur. Tja, nun stehen wir hier im Steinbruch in Cardiff. Man kann es unschwer hören. Ey, Hermes ist auch da. Tja, und ich habe hier gleich das nächste lange Geschütz rausgeholt. Eigentlich war es der einzige Auftrag, den wir hier mit dem Tieflader noch fahren konnten. Alessandro war ein normaler Auflieger und das wäre ein bisschen langweilig geworden. Aber ich bin ganz froh. Noch länger als der letzte, ne? Noch länger als der letzte Auftrag. Puh. Na, da wünsche ich uns allen ja eine schöne Fahrt, die uns in die Tschechische Republik bringen wird. Das heißt, wir fahren zurück auf den Kontinent. Hey, Jacqueline Chantal, freust dich. Wahrscheinlich werden wir die Folge jetzt damit verbrennen, hier erstmal den Steinbruch wieder hochzukommen. Denn wir stehen ganz unten in diesem wunderschönen Steinbruch und 680 MAN V8 PS sollen uns jetzt diesen... ja, Berg hochbringen, ne? Wer kennt sie nicht? Die Steinbrüche im ETS2. Tja, hier unten ist noch alles schön, alles gut. Ich mache uns nochmal den zweiten Spiegel an, ne? Damit wir auch ja sehen, wo wir überall gleich hängen bleiben werden. Also es wird wahrscheinlich nicht unbedingt wegen der Enge hier gleich Schwierigkeiten geben. Nee, ich fürchte, wir werden einfach an den Hügelchen... einfach hängen bleiben. Wir werden uns da so ganz langsam hoch schleichen müssen und hier wird es wahrscheinlich schon anfangen. Traktion, MAN. Nicht stehen bleiben. Schlechte Entscheidung, MAN. Ah. Ja. Ah, Jacqueline-chen. Steig mal aus, schieb mal. Was? Kann nicht mal? Also, ja. Okay. Quälen wir uns hier ganz langsam hoch. Ja, unsere Vorderachse dreht mächtig durch schon. Ah, komm. Komm, komm, komm. Ich glaube, wir haben wieder Grip. Na, Gott sei Dank. Puh. Tja, so kann es einem hier an den Hügelchen dann gehen. Dreht die Vorderachse lustig durch. Der Rest macht mal stumpf gar nichts. Ja, da hilft dann auch nur noch der erste Gang. Und deswegen jetzt so ein bisschen Schwung holen. Viel ist aber auch nicht unbedingt immer angesagt, weil dann kommen ja hier gerne diese kleinen Kürfchen. Ne? Da vorne kommt gleich wieder so eine und erstmal ein Ratzfatz am Zaun dann auch dran. Wetten, unsere vordere Achse dreht wieder mächtig durch. Ja, also ich sag mal so, vorne auf der Lenkachse, gut, dass wir vorne zwei Lenkachsen haben, ist mächtig Betrieb, ne? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Na, die Vorderreifen können wir wohl dann demnächst mal ein bisschen entsorgen. Guck mal, rechts dreht schneller als links, ne? Da müssen unbedingt mal Differentialsperren her, würde ich sagen. So. Das Ganze bei gemütlichen 2500 Umdrehungen hier. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Schön langsam weiter hochziehen. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Na, Jacquelinechen, wir schaffen das. Steig aus und schieb. Ich hab gesagt, schieb. Steig aus und schieb, Jacqueline. Aber gleich haben wir es geschafft. Gleich sind wir oben. Hey, ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass
komplett komplizierter. So, wir haben das Biest aus dem Steinbruch geholt. Na, Gott sei Dank. Meine Herren, der dreht immer noch durch, ne? Der Schotter hier ist einfach nicht dafür gedacht, hier eigentlich so schweres Zeug darüber wegzubewegen. Das ist aber auch die pure MAN-Leistung hier, die uns gerettet hat. 680 PSV8. Naja. Sag mal so, ich trete das Metall gerade ziemlich kräftig durch und ne, passiert nicht so viel. Passiert nicht so viel. Das ist noch ein kleines Hügelchen. Ich sag ja, bis wir da endlich vorne mal angekommen sind, da wo die Asphaltierung dann anfängt. Da wo alle Reifen mal richtig Grip kriegen. Ist es noch ein Stück, ne? Und bei Gelegenheit müssen wir auch mal eine Tankstelle aufsuchen, fürchte ich. So geht es nicht weiter. Wir müssen den Tank auf jeden Fall nochmal füllen. Das auch noch, ne? Ja, ist egal. Jacquelinchen, hast du gut gemacht. Steig mal wieder ein. Hast super geschoben. Steig aus. Schieb, ne? Ja, ja, ja. So. Das Biest ist ja ein bisschen länger, ne? Das Biest ist ja ein bisschen länger. Wir holen mal lieber ein bisschen aus. Ja, ich guck mit Absicht erstmal in die Richtung, weil ich wollte den Verkehr da schon mal so im Auge behalten. Ich glaube, wir müssen mich auch auf die Spur darüber irgendwie. Sonst werden wir wohl die Steinmauer da mitnehmen. Aufi! Oh. Oh. Schneidet auch ganz nett das Köpfchen. Eieieiei. Aber ich hatte ja gesagt, ne, wir machen auf jeden Fall noch eine zweite Tour, wo es dann ein bisschen länger oder sowas wird. Ne? Zum Glück habe ich ja was gefunden, was länger ist hier. Ein Schelm, der Böses denkt. Ja, dann vergnügen wir uns auf der TSM-Map nochmal mit einer Runde so ein bisschen schwer gut fahren. Ja, schön mit dem Tieflader durch enge Stellen. Mal sehen, was da so an engen Stellen denn überhaupt auf uns zukommt. Eigentlich reicht mir hier schon die Abbiegerei hier als enge Stellen. Hubschrauber. Wer fährt denn hier mit dem Hubschrauber über die Landstraßen, also wirklich? Na komm, die packen Gas, ich will hier rum. Nu fahr! Hier gibt's nichts zu gucken. Oh. Mann, du bewegst dein. Ernsthaft. Vogel oder was? Oh, aber nee, doch. Mir lag gerade was auf der Zunge. Nein, das sag ich jetzt nicht. Nein, nein, sag ich nicht. Wie kann man da stehen bleiben? Affe. Und dann jetzt hinter uns her schleichen, ne? Die habe ich ja gerne. Die, noch so einer hier. Der kann es auch besonders breit. Tja, jetzt mit Schwung auf die Autobahn. Juhu! Ne, das werden wir mal wieder wie üblich schön langsam machen. Wir wollen ja nichts kaputt machen, ne? Ja, schön mein Aussuchen. Schön rechts bleiben. Ja, super gelöst. Läuft doch. Tschüss.
Jacqueline Gentile. Steigst du nochmal aus und schiebst. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht, Jacquelinchen. Dann halt nicht. Schon wieder am WhatsApp schreiben hier, ne? Beschwert sich schon wieder. Der hat gesagt, dass ich da aussteigen schieben. Ich mach mir die Fingernägel ganz schmutzig. Brechen ab. Ja. Ja. Diese WhatsApp-Gruppe. Unzufriedene Beifahrer nennt sich die Gruppe. So, jetzt langsam Geschwindigkeit mal aufbauen. Speedkameras. Als ob ich hier rasen könnte mit dem Gerät. So vorne kann ruhig auch 80 gefahren werden. Oh, nee, da. Immer diese Pkw-Fahrer, ehrlich. Unglaublich. Unglaublich. Was hat er jetzt davon? Jetzt kann er sich den Bagger von hinten angucken. Wieso wird der jetzt auch so langsam? Kinder, was werdet ihr alle so langsam? Ich muss da vorne gleich die Abfahrt wieder raus. Es ist in eurem eigenen Interesse, nicht so langsam hier zu fahren. Das ist eine clevere Entscheidung. Hau ab. Mach dich davon, schleich dich. Eieiei. Oh, Kollege, vorsichtig vorbeifahren an uns da. Seh dich im rechten Spiegel. Mit ein bisschen Schwung. Geschafft. Echt, und die nächste schon wieder abfahren. Oh Mann. Rauf und runter von der Autobahn, ne? Rauf und runter hier schon wieder die ganze Zeit. Aber es geht hier zweispurig rum. Ich werde mal den Warnblinker anmachen, dann wissen alle, Achtung, ich benutze beide Spuren. Ne? Guck mal, vorne auf der rechten Spur, hinten auf der linken Spur. Ja. Der Profi halt hier jetzt, ne? So, ich besetze einfach mal alle Spuren, die es gibt. So, Warnblinker wieder aus. Souverän. Nicht mal geschwitzt dabei. Echt, und das Navi links sagt schon wieder, du, bei der nächsten Abfahrt, ne? Freu dich, darfst du wieder abfahren. Oh Gott, ey, rauf und runter, ey, ehrlich, die ganze Zeit. Rauf und runter. Konzentration. Dann kann auch nichts passieren. Hast du das gesehen, wie ich das gemacht habe? Profi. 1A Profi. Wenn wir die Tour abgeliefert haben, dann bin ich also definitiv ein Profi. Machen wir es offen. Aber eine Tankstelle wäre demnächst echt mal schön. So eine klitzekleine Tankstelle vielleicht.
Muss ja keine große sein, hast es eilig, ne? Ja. Nur eine klitzekleine, wo man so mal ein Schlückchen Diesel für sein LKW bekommen könnte. So. 300 bis 500 Liter vielleicht. Das wäre mal echt ein Traum. Aber das Navi zeigt sowas Tolles noch gar nicht an. Ne? Nicht, dass wir hier auf der Landstraße einfach liegen bleiben nachher. Das wäre ja auch so. Wäre jetzt nicht so toll. Aber Hauptsache, wir ecken hier jetzt erstmal nirgendwo an. Das wäre noch viel besser. Aber die immer dieses Hügelchen bergauf, ne, der schluckt da dann ja auch gleich richtig wieder. Verbraucht er ja nochmal einen Liter mehr. Komm schon, MAN, das schaffst du. Hü-hot. Guck mal, geht auch wieder bergab. Erstmal. Da kommt ein mutiger Krawattentracker. Ein Krawattentracker, ein mutiger. Ja, hat sich's doch nochmal überlegt. Oh. Der Auflieger wird gebeten, immer schön die Spur zu halten und nicht zu sehr nach links und rechts zu schwenken. Der Kraftfahrer wird gebeten, nicht allzu schnell zu fahren. Oh Gott. Eieieiei. Hügelchen mit Kürfchen. Wie schön. Oh Gott. Ich freue mich so. Gut, dass hier keiner von vorne gerade gekommen ist, ne? Eieiei. Das nächste Hügelchen. Ah, lieber doch noch ein bisschen den Schwung mitnehmen. Ja, soweit zum Schwung mitnehmen. Los, Jacqueline Chantal, steig jetzt bitte aus und schieb. Der nachfolgende Verkehr wird schon aufgehalten. Wenn der Diesel gleich alle ist, dann musst du sowieso aussteigen. Das sage ich dir jetzt schon mal im Guten. Dann musst du sowieso aussteigen und schieben. Bis zur nächsten Tankstelle. Immer diese Hügelchen. Oha. Zum Glück geht's auf der anderen Seite dann auch mal gleich wieder bergab. Da kann man so ein bisschen Schwung mitnehmen. Aber auch nur wirklich einen Ticken Schwung. Ja. Ist es denn nicht bald mal genug hier mit den ganzen Kurven? Die Leute staunen sich ja schon alle. Busse, PKWs, Gott, richtig lange Schlange. Na, guck mal, der Krawattentracker kriegt schon wieder Mut. Er traut sich wieder. Komm, diesmal schaffst du. Ich hab nichts gemacht.
Was hat er nur wieder gehabt? War doch gar nichts los. Nee, er startet bestimmt gleich noch den nächsten Versuch. Mit Baby bin ich ziemlich sicher. Wird er wohl tun. Ich hätte jetzt langsam so gerne mal eine Tankstelle. Ich fühle mich immer nicht so wohl, wenn die Benzinuhr hier, der Zeiger so weit denn nach links zeigt schon. Ne? Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Guten Tag, Kollege. Also, jetzt ganz vorsichtig. Schön rechts bleiben. Ja, das läuft. Das funktioniert schon mal ganz gut. Jetzt noch das Hügelchen wieder. Ne? Ordentlich Diesel verbrennen dabei. Jetzt. Geschafft. Endlich mal wieder auf der Autobahn. Jetzt fehlt uns nur noch so ein bisschen, ja, Kraftstoff. Oh, da kommt einer angeflogen. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja. Hätte sich auch hinter mir einstellen können, den hätte ich schon mal rüberziehen können. Was sagen wir dann zu so einem? Genau. Affe. Irgendwie wird unser Wunsch nach einer Tankstelle wow, partout gar nicht erfüllt. Ne? Wie steht der? Ah, Service. Eine Meile noch. Alles klar. Das läuft jetzt. Service noch eine Meile. Das kriegen wir noch hin mit unserem Tank. Kein Problem. Noch leuchtet ja auch kein Lämpchen, dass wir auf Reserve sind. Also das ist ja... Dann wäre wirklich bei mir schon der absolut kritische Punkt erreicht. Aber das ist hier jetzt noch. Puh. Easy peasy. Vorsicht, es überholt sie einen Tieflader. Schönen guten Tag. So, jetzt muss die dusselige Tankstelle dann auch nur noch kommen. Im linken Navi taucht sie schon auf. Das linke Navi weiß immer schon etwas eher Bescheid als das rechte Navi vom LKW. Sehr schön. Farbanfängung. Das hätte die jetzt nicht noch extra machen müssen. So, Jacqueline, da kannst du hier gleich nochmal den Nägel neu machen, ne? Hast du ja... Welche abgebrochen, sagst du beim Schieben. Und ich tanke erstmal schön bei der Shell. Schön ordentlich Diesel. So. So. Und so rum. Passt doch. 1A hier alles. So. Oh, da sieht's noch gar nicht so schlimm aus. Auf der Tankuhr sah schlimm aus. 1,52 €. Verbrecher! Ja, ja, der teure Autobahndiesel wieder, ne? So ein bisschen. Jetzt mal 16 Minuten. Da passt ordentlich was rein. 1272 €. Nägel sind nicht mehr drin, neu machen. Kannst vergessen. Sehr, sehr, sehr. Aber Kaffee können wir mal eben trinken gehen hier. Das könnten wir mal machen. Sehr, sehr.
Tja. Erstmal eine schöne Kaffeepause. Und mit dieser Bombensensation, also dieses lange Teil. Passt das? Ja. Ja, dieses lange Teil, bis sie jetzt aus dem Steinbruch rausgekriegt haben, Jacqueline Chantal schön geschoben hat von hinten. Ja, kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieser Folge. Ja, wie immer zum Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, abonniert, kommentiert und teilt es. Und macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.